jetzt funktioniert. Herzlich willkommen bei den 18. Untergrumbacher Werkstatttagen zum Thema vom richtigen Zeitpunkt im Leben. Ja, der richtige Zeitpunkt ist jetzt und heute. Ein paar technische Dinge vorab. Bitte bedienen Sie sich selbst. Es sind überall die Schüsseln, wo auch dran steht, was ungefähr kostet. Und ich wollte jetzt gleich abfragen, wer nach der Pause was essen will, denn Hubertus Tschirner macht noch feine Teller. Ungefähr so, wer noch will, sind sogar ganz grob. Schätzt. Oh. Ich kann auch mal ausgehen. Mach einfach mal, wenn Sie Teller sehen, es ist okay, ich streich die Abfrage. Wir freuen uns riesig, dass Dennis Feck zum zweiten Mal in Untergrumbach ist, jetzt zusammen mit Eva Grinsmann, der Co-Autorin, Mitautorin von Solons Vermächtnis. Im Jahr 2013 haben wir hier zum Vorgängerbuch Sie und Er diskutiert, weil damals sich Dennis danach ja um die Bestseller, um die Empfehlungen der anderen Autoren gekümmert hat. Diesmal lesen die beiden aus ihrem Buch, deswegen kann ich mich da völlig raushalten. Und Sie können danach wieder alle Fragen der Welt stellen. Vom richtigen Zeitpunkt im Leben haben wir als Motto für die ganzen Werkstatttage gewählt, weil es praktisch auf alles passt. Vom richtigen Feldzeitpunkt beim Holz, vom rechtzeitig entstandenen Küchenwunsch, aber auch von den Rindern und auf den Gutanger, die ja eigentlich Naturschützer sind, die aber nicht zuletzt deshalb köstlich schmecken, weil sie in dem Reifeschrank 4 Wochen länger als normal reifen konnten, bis zum richtigen Zeitpunkt eben. Rainer Wölfel vom Naturschutzzentrum Bengheim-Park. Da! Kann ich dazu noch alle Fragen beantworten, es wird nachher auch noch etwas dazu geben. Vom Königssalz ist Lotte Heck und Andreas Hagen da. Lotte Heck, Spezialistin für die Gewürze vom Königssalz, der Andreas Hagen eher für den Reifeschrank. Und vom Ingwertrink, den Maya Wasser, die gestern da war, erfunden hat, ist der Mario Fürst da. Das ist der, der das Ganze großflächig auf den Markt und nach Unterkombach gebracht hat. Die Rinde und das ganze Essen hat für Sie zusammen ja, mit Workshop-Teilnehmern dann Hubertus Tschirner zusammengestellt, der bis vor kurzem noch der Sous-Vide-Papst genannt wurde, weil er der kompetenteste Mann mit allem, was Sous-Vide zu tun hat, in Deutschland ist. Kann aber sein, dass dieser Titel sich noch ändert, denn im Moment ist sein neues Buch Burger Unser gerade auf den Markt gekommen, bereits in der 4. Auflage innerhalb von wenigen Wochen. Also das geht wirklich ab wie Hölle. Morgen um 11 gibt es bei uns hier eine Hutangerführung, die auch der Rainer Wölfel macht. Also wer sich mit dem Thema Hutanger, die das Einzigartige in Hersbrucker Alb sind, beschäftigen will, hat dazu die Möglichkeit. Und danach werden wir die Reste des Hutanger Ochsen, den wir im Ganzen gekauft haben, gemeinsam verspeisen. Es ist relativ schwierig bei einem Tier, das ja vorne eine Nase und hinten einen Schwanz hat. Dazwischen ist die Menge einfach begrenzt. Und das war jetzt eigentlich das größte Kunststück dieser Werkstatttage, die Bestellungen so abzuwickeln, dass es dann funktioniert hat und jeder das Stück bekommt. Natürlich zubereitet in einer Massivholzküche von den Möbelmachern und selbstverständlich haben Sie auch heute Abend noch und in der Pause dazu die Möglichkeit, auch die Ausstellung anzuschauen, auch oben unsere neue Rotweinküche. Wir werden dann auch nach der Pause, also nach der ganz am Ende der Lesung, das Signieren der Bücher wieder oben in der Ausstellung machen. Das sind erfahrene Werkstattgänger ja schon gewöhnt. Das wird dann der krönende Abschluss. Und Sie sind auch danach herzlich eingeladen, bei uns noch zu bleiben. Nehmen Sie sich Wein und Sekt und was Ihnen schmeckt. Und wir haben auch wahrscheinlich noch ein bisschen was zu essen da. Gestern haben wir auch noch was gegessen, noch ganz zum Schluss. Nee, war sehr schön. Ich freue mich riesig mit Ihnen auf einen wunderbaren Abend mit Eva Grinsmann und Dennis Scheck.
Eva, jetzt müsste es eigentlich... Ja, meinst du es an? Jetzt ist es an. Großartig. Also, wir haben ja schon an sehr guten Orten gelesen, in Kirchen, Buchhandlungen, Bibliotheken natürlich, auf Festivals, aber das hier ist eigentlich die Lesung, die ich heute, Eva Grinzmann, mit der ich zusammen zur Schule gegangen bin, als die verrückteste aller Lesungen angekündigt habe, weil ich einen Heidenspaß dran habe, über... die Ganzheitlichkeit dieses Ansatzes, dass man bei den Möbelmachern mit Menschen in Berührung kommt, die irgendwie, egal ob sie jetzt was mit Holz zu tun haben, mit Möbel zu tun haben, mit Einrichtung zu tun haben oder mit dem köstlichen Ingwer trinken, den wir heute Mittag zum ersten Mal kennenlernen durften, das gut angeregt. Übrigens beides faszinierende und wunderbare Sachen, genau wie diese Reise, vielleicht schon mit Salz, die irgendetwas verbindet. Ich glaube, es ist das, was uns auch verbindet, nämlich eine besondere Art der Achtsamkeit über Themen, die gemeinhin so oberflächlich nur kulinarisch behandelt werden. Und darüber schreiben wir eben unsere Bücher. Wir gingen zusammen zur Schule in eine Klasse, haben aber eben sehr unterschiedliche Lebenswege genommen, darüber vielleicht später etwas mehr. Jetzt gehen wir mal in Medias Res. Und stellen Ihnen einen Menschen vor, Ingo Holland, den wir besucht haben. Und das Schöne bei solchen Lesungen ist, dass Sie ein interaktives Element beinhalten können. Ich lasse einfach mal ein Gewürzdöschen durch die Reihe gehen. Im Laufe des Textes, den wir lesen werden, wird davon die Rede sein. Und Sie können sich einfach, indem Sie mal dran schnuffeln, ein eigenes Bild von dem Beschriebenen machen, ob wir es denn korrekt geschrieben haben. Als Sie und er Ingo Holland fragen, ob er gar keine Entzugserscheinungen an sich beobachtet, was das Kochen betrifft, lacht Holland hell auf. Kein bisschen. Gastronomen werden durchschnittlich 55 Jahre alt. Ich bin heute 57, aber vielleicht nur, weil ich schon seit einigen Jahren kein Gastronom mehr bin. Mein Leben als Gewürzhändler ist schon ein bisschen entspannter, als jeden Tag herzustehen. Wobei, das Kochen ist nicht das Problem. Gastronomie ist das Problem. Gastronomie wäre wunderschön, wenn es keine Gäste gäbe. Vor allem keine deutschen Gäste. Der deutsche Gast ist unglaublich. Alles muss nachgekartet werden. Auch da sind die Medien dran schuld. Ständig wird man dazu aufgefordert, dass man reklamieren, nachmessen und beim geringsten Anlass alles zurückschicken soll. Mein Gott, um was geht's denn eigentlich? Mit so einer Mentalität macht man sich doch den eigenen Genuss kaputt. Aber die Leute begreifen es nicht. Der Deutsche mosert eben am liebsten an allem herum. Umbestellen ist sein Lieblingssport. Wie oft habe ich meiner Ex-Frau gesagt, wenn du jetzt nochmal irgendwas umbestellst, stehe ich auf und gehe raus. Als Koch habe ich es auch so gehalten. Wenn ein Gast ein Gericht schon modifiziert, er es bei mir einmal, wie es auf der Karte steht, gegessen hat, gut und schön. Aber wenn er das zweimal macht, dann habe ich ihm gesagt, wir sind nicht das Restaurant für Ihren Geschmack. Sie brauchen uns nicht. Sie brauchen etwas anderes. Ich bin schon froh, dass ich das heute nicht mehr machen muss. In Deutschland werden jedes Jahr 85.000 Tonnen Gewürze produziert. 60 Tonnen stammen aus Ingo Hollands altem Gewürzamt. Wer den von außen eher an eine Lackiererei oder eine Lagerhalle erinnernden Industriebau in Klingenberg betritt, läuft gegen eine unsichtbare Wand. Egal, wie stark man sich dagegen wappnet, egal, wie sehr man sich darauf einstellt, es ist jedes Mal wieder Übertritt in eine andere Welt. Die von Curry, Pfeffer, Vanille, Kardamom und vielen anderen Gewürzen geschwängerte Luft ist mehr als eine Überwältigung. Sie trifft einen wie eine schallende Ohrfeige, ein Kübel voll Eiswasser, ein Nebelhorn. Die 84.940.000 Tonnen Gewürze, die nicht aus Ingo Hollands Gewürzmanufaktur stammen, kommen zu gut drei Vierteln aus den Fabriken eines Mannes, Dieter Fuchs. Mittlerweile 87 Jahre alt, hat der extrem medienscheue Fabrikant seine Firma aus Dissen in Niedersachsen
seit ihrer Gründung 1952 zur Nummer 2 auf dem Weltmarkt der Gewürzproduzenten gemacht. Größer ist nur noch die US-amerikanische McCormick-Gruppe, die in Europa am ehesten mit ihrer Marke Spice Islands bekannt ist. Fuchs dagegen ist in Deutschland omnipräsent. Zur Hausmarke Fuchs Gewürze sind durch Zukäufe längst auch Ostmann, Ubena und Wagner hinzugekommen. Außerdem gehören Fuchs die Feinkost- und Fertiggerichtmarken Bamboo Garden, Escoffier, Catus sowie Fuego. Mit dieser Marktmacht schafft es der Unternehmer, dass mittlerweile 3 von 4 in Deutschland verkauften Gewürzdöschen aus seinen Firmen stammen. Warum es hierzulande ein Bundeskartellamt gibt, das angesichts solcher zum Himmel stinkender Monopolstrukturen auf dem Gewürzmarkt nicht einschreitet, wird nur verstehen, wer auch den Benzinmarkt in Deutschland für fair geregelt hält. Eine besondere Pointe des Fuchs-Gewürz-Imperiums liegt in der Kooperation mit Alfons Schubeck. Kann man dem im Fernsehen so super sympathisch rüberkommenden Knuffel Alfons Schubeck böse sein? Leider ja. Zugegeben, stundenlang können Sie und er Alfons Schubeck zuhören, wie er ein Glas lauwarmes Wasser mit einigen Scheibchen rohem Ingwer in der Hand hält und dabei über Radikalenfänger extemporiert. Es ist, als wären Innenminister Friedrich Meinheit-Zimmermann und Akten XY-Moderator Eduard Zimmermann in einer Person wieder auferstanden. Aber Alfons Schubeck ist nicht bloß ein Evangeliemann der Gewürzeküche, deren Vorzüge er mit gelegentlich esoterisch anmutendem Einschlag weist. Alfons Schubeck ist auch ein knallharter Geschäftsmann. Sie und er sind sich durchaus bewusst, dass ökonomische Sachzwänge im Kapitalismus nicht vor der Küchentür Halt machen. In der Welt der Sterneköche hält sich langfristig nur, wer Wareneinsatz und Personalkosten vernünftig zu kalkulieren vermag und mit beiden Beinen auf der Erde steht. Aber verträgt es sich mit der Ehre eines anständigen Kochs wie Alfons Schubeck, in Werbespots wie McDonald's aufzutreten und dann auch noch ausgerechnet zusammen mit dem Aldi-Würstchenmacher Uli Hoeneß? Auch für Dosensuppen der Fuchsfirma Escoffier hielt Alfons Schubeck sein Gesicht hin, was ihm 2010 von der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch eine Nominierung zum goldenen Windbeutel als unverfrorenster Lebensmittellügner des Jahres eintritt. Gewiss, Schubeck ist mit solchen Werbeauftritten in Gesellschaft von Köchen wie Kolja Kleeberg, der seinen Namen für Lidl hergab, Alexander Herrmann, der Bouillonpulver von Knorr gut finden musste, oder Cornelia Poletto, die für Hertha in Würste aus Massentierhaltung bist. Aber muss man für Geld eigentlich alles machen? Das leicht gespannte Verhältnis, wie Ingo Holland seine Beziehung zu seinem Kollegen Alfons Schubeck charakterisiert, erklärt sich aus dem Gewürzsortiment, das Alfons Schubeck von der Firma Fuchs bezieht und unter seinem Namen in eigenen Gewürzshops in München und Hamburg sowie in einigen Lebensmittelketten wie Rewe und Edeka vertreibt. Als Sie und er die Geschichte von Ingo Holland erzählt bekommen, müssen Sie unwillkürlich an einen kulinarischen Anakin Skywalker denken, der zur dunklen Seite der Macht konvertiert und sich in den Dienst eines Imperators des Gewürzehandels stellt. Beim letzten Fernsehauftritt des bekannten Medienmenschen Schubeck meinten Sie jedenfalls schon, das unverkennbare Darth Vader-Schnaufen zu hören. Doch Ingo Holland erweist sich als überraschend fairer Verlierer. Das ist eine clevere Entscheidung von Schubeck gewesen, clever als Unternehmer, so Ingo Holland über Schubecks Kooperation mit Fuchs. Wir brauchen Menschen wie Fuchs, weil das Gros der Kunden nicht bereit ist, mehr Geld für Gewürze auszugeben. Unser billigstes Mischgewürz kostet 7,90 Euro. So viel ausgeben will nur ein kleiner Teil der Gesamtkundschaft. Ich habe damit auch gar kein Problem. Diese Industrie brauchen wir. Wir bedienen die Top-Gastronomie, die guten Feinkostläden, die echten Feinschmecker. Den Rest dürfen die anderen machen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben überhaupt nicht genug gute Waren. Auf einem anderen Blatt steht, dass ich es nicht für richtig finde, wie der Kunde für blöd verkauft wird. Denn der Kunde glaubt, der Schubeck sitzt irgendwo im hinteren Teil des Ladens und mischt da seine Gewürze zusammen. Teilweise kriegen die Leute das auch so erzählt. Ich selbst war mal auf einer Messe bei Fuchs. Mein Lieferant hatte gesagt, geh da mal hin und schau dir das an. Ich bin ja ein Nobody, mich kannte da keiner, also habe ich mir das angesehen.
Da stand ein Regal, so breit wie eine Tür, von oben bis unten voll mit Schubeck-Gewürzen. Dann rief ich einen Vertreter her und sagte, das will ich auch. Wie, fragte der Vertreter, was wollen Sie auch? Darauf ich will auch Gewürze, wo mein Name draufsteht. Können Sie mir das als Serie machen, so 30, 40, 50 Gewürze, ich kann das verkaufen, gar kein Problem. Nee, sagte der Vertreter darauf, das können wir nicht, Gewürze werden von Herrn Schubeck gemacht. Das ist der Gewürzgott in Deutschland, der mischt die Gewürze, bloß hat er nicht so viel Zeit. Wir vertreiben das deshalb für ihn, aber das macht alles er. So wurde mir das erzählt am Stand. Ingo Holland sitzt, während er dieses Lehrstück aus dem Lebensmittelhandel erzählt, in Klingenberg in seiner Gewürzmanufaktur an einem Tisch, vor ihm ein halbes Dutzend Vanillestangen. Vanille habe ich immer mehrere Sorten in meiner privaten Küche. Ansonsten brauche ich zu Hause eigentlich gar nicht so viele aufregende Sachen. Ich brauche einen guten Kümmel, Kreuzkümmel, Pfeffer, schwarzen, weißen, roten und grünen tasmanischen Pfeffer. Das muss alles da sein. Einen guten Wacholder, viel Paprika. Ich liebe Lorbeerblätter, davon kann ich gar nicht genug zu Hause haben. Auch Alfons Schubeck pilgerte vor Gründung seiner Gewürzshops nach Klingenberg zu Ingo Holland. Schubeck war vorher da und hat mir gesagt, er wolle von uns beliefert werden in seiner Kochschule und möchte das auch weiterverkaufen über seinen Shop. Da war er mit 4 Leuten da und hat sich den Laden angeguckt. Wir haben uns an den Tisch gesetzt und besprochen, welches Programm er haben will. Damals habe ich auch noch gesagt, er könne es selber abfüllen, wir beliefern ihn. Wir haben ihm sogar noch gesagt, wo er die Fakten herkriegt. Noch nicht mal 3 Monate später hat mich ein Unternehmensberater angerufen und mir erzählt, Herr Holland, Sie wissen, dass der Schubeck einen Gewürzladen aufgemacht hat? Bei mir hat er die Gewürze mitgenommen und alles so dargestellt, als wollte er bei uns kaufen. Das finde ich natürlich nicht so gut, auch dass er sich als Manufaktur hinstellt oder die ganze Zeit hingestellt hat. Die Leute glauben es immer noch nicht, dass der Fuchs das macht. Deshalb finde ich es auf der einen Seite eine clevere Idee, auf der anderen Seite ist es damals link gelaufen. Und was ich für viel schlimmer halte, ist, dass der Kunde für blöd verkauft wird. Das geht einfach nicht. Jeder kann von uns Gewürze kaufen, im Kilopack oder im 5-Kilo-Pack. Die können Sie kaufen und abfüllen, aber nicht unter unserem Namen. Da haben wir nichts mit zu tun, das will ich nicht. Alles, was bei uns unter dem Namen Altes Gewürzamt rausgeht, habe ich gesehen. Haben wir hier im Betrieb gemischt und abgefüllt. Also, wir sagen ganz offen, wir haben, was weiß ich, 80 Mischgewürze und 79 davon machen wir selbst. Eines aber kaufen wir zu. Diese Gewürzmischung muss fermentiert werden. Das kann ich hier nicht machen. Da verschimmelt mehr, als wir verkaufen. Deshalb kaufen wir diese Gewürzmischung zu. Diese Mischung heißt Badouvant. Sie und er mögen dieses Gewürz. Ach was, mögen ist ein viel zu schwacher Ausdruck für das Abhängigkeitsverhältnis, das Badouvant auszulösen vermag. Selbst lieben wäre noch zu schwach. Hier hilft nur die Zuflucht zur Weltliteratur. In Abwandlung des berühmtesten Romananfangs im 20. Jahrhundert sagen Sie und er mit Wladimir Nabokov, Badouvant, Licht unseres Lebens, Feuer unserer Lenden, unsere Sucht, unsere Sünde. Badouvant, 3-mal lässt dein Name die Lippen erbeben, bei 2 tippt die Zunge gegen den Gaumen. Badouvant. Oft feiern wir uns für unsere Genialität. Selten für unsere Dummheit. Dabei ist zumindest in der Küche sicher genauso viel produktiven Irrtümern und Improvisationen zu verdanken wie exakter Planung und Berechnung. Ganache heißt auf Französisch so viel wie Trottel. Und tatsächlich geht der Name der meist als Pralinenfüllung verarbeiteten Creme auf die Schusslichkeit eines Konditorlehrlings zurück. Dieser Goss in der Pariser Patisserie Cyrodon Mitte des 19. Jahrhunderts aus Versehen heiße Milch auf Schokolade. Woraufhin sein Meister ihm ein unwirsches Ganache an den Kopf warf, bis er das köstliche Ergebnis des Missgeschicks probierte. Ähnliche Ursprungslegenden umgeben die Tarte Tatin, den angeblich in den 1880er Jahren aus Versehen gestürzt gebackenen Apfelkuchen der Geschwister Stephanie und Caroline Tatin in ihrem Hotel in La Motte-Beuvron oder die erstmals 1838 verkaufte Worcestershire-Soße, die aus dem Versuch der Apotheker John Wheely Lee und William Henry Herons entstand, den Geschmack einer indischen Currypaste nachzuahmen. Solche Gerichte und Speisewürzen sind das Pendant zu jedem kreativen Verhören, mit dem wir Gedichte und Lieder unbeabsichtigt fort- und umdichten. Vor 10 Jahren
löste Axel Hacke mit seinem Der weiße Neger wunderbar. Ein Verhörer der Zeile Der weiße Nebel wunderbar aus Matthias Claudius Abendlied eine ganze Lawine von Verhörersammlungen aus. Die meisten dieser Missverständnisse entstehen bei Liedtexten. Abschied ist ein schweres Schaf, statt Abschied ist ein scharfes Schwert. So ein Verhörer steht seit knapp einem Jahr auf einem Ehrenplatz ganz vorn in Ihrem wie seinem Genussregal. Badouvant, eine Lautfolge, die im Französischen etwa so viel Sinn ergibt wie Wo kommst du gewesen? Badouvant ist eine Folge der über 250-jährigen französischen Kolonialzeit in Südindien. In Puducherry, seit 1673 Hauptstadt von Französisch-Indien, begegneten die Franzosen einer seltsamen Gewürzmischung namens Badagam. Diese besteht aus Zwiebeln, Knoblauch, Fenchel und Senfsamen, sowie exotischeren wie Urtbohnen, Curryblättern, Boxhorn, Kleesaat, Kreuzkümmel und Kardamom und wird auf großen Blechen in der Sonne tagelang fermentiert und dann zu kleinen Kugeln gerollt. Die Franzosen verballhornten Badagam zu Badouvant, ersetzten das Rizinusöl durch Sesam und Kokosnussöl und passten die Schärfe ihrem Gaumen an. Das Ergebnis ist eine Offenbarung. Ihr und ihm begegnete Badouvant 340 Jahre später in der legendären Gewürzhandlung Israel im Marais. Le Monde des Bis ist für die Sternegastronomie weltweit, was das Goldene Dreieck für den Heroinhandel ist. Monsieur Israel, der den Gewürzhandel in dritter Generation leitet, hatten Sie und er vor Jahren kennengelernt, als wir an unserem Buch über Geschmacksunterschiede zwischen Männern und Frauen schrieben. In unserem gerade brechten Französisch wollten wir von ihm wissen, ob seiner Beobachtung nach Frauen andere Gewürze kaufen als Männer. Er betrachtete uns eingehend, verschwand kurze Zeit in ein Nebenzimmer und unsere Französischkenntnisse bei weitem. Es hat auch nie geklappt. Seither ist Le Monde des Bis ein fester Anlaufpunkt einer jeden Paris-Reise. Und immer haben Sie und er den Eindruck, der Inhaber begegnet uns mit schlechtem Gewissen. Diesmal erklärte uns Monsieur Israel, Badouvant sei insbesondere der letzte Schrei unter jungen Patissiers. Ob wir schon einmal eine Crème brûlée damit, ein Ananassüppchen oder eine Ile Flottante, haben wir nicht. Für uns ist Badouvant die Traumbegleitung zu hellem Geflügel, Fisch und insbesondere zu Tiefsee. Die Soße ist die einfachste Sache der Welt. Badouvant, erstklassige gesalzene Rohmilchbutter und Zitronensaft. Speichelsturz garantiert. Tja, ein erster Eindruck, Sie merken es, wir sind in diesem Buch mal wieder ausgeschwärmt, haben uns mit Personen, Menschen unterhalten, die alle eine Gemeinsamkeit verbindet. Sie haben nämlich zu einem bestimmten Zeitpunkt in ihrem Leben ihr Leben radikal verändert. Als wir dieses Buch schrieben, wusste ich nicht und hatte auch gar nichts damit im Sinn, dass ich nach 20 Jahren meine Redakteursstelle beim Deutschlandfunk aufgeben würde. Sie sehen, den ersten Tag als freier Mensch habe ich gekündigt. Insofern, ich kann Sie nur warnen, Bücher schreiben kann ernste Konsequenzen haben, ja, wenn man sich mit sowas beschäftigt. Ja. Wir haben aber in einem anderen Kapitel einen zweiten Menschen, eigentlich Ehepaar, getroffen, der eine bemerkenswerte Wandlung hinter sich hat, nämlich Christiane Schöller, Christoph Keller heißen die, nämlich die waren als Kunstbuchverleger extrem berühmt, haben sich aber neu erfunden. Sie kennen vielleicht einen Gin, der heißt Monkey 47. Das ist das Massenbuch der Stählemühle. Ansonsten hatten die sich Brände verlegt und sind binnen weniger Jahre an die Weltspitze der Schnapsbrenner vorgekommen. Wir haben mit denen über Schnaps gesprochen. Okay. Lange ging die Forschung davon aus, dass Menschen Alkohol erst seit etwa 9000 Jahren kennen. Damals begann Homo sapiens mit dem gezielten Einsatz von Fermentierungsverfahren zur Alkoholgewinnung. Doch der Konsum von Alkohol muss, wie ein Forschungsteam am Santa Fe College in Gainesville, Florida 2014 herausfand, viel früher datiert werden. Die Vorfahren des Menschen haben nach Angaben der Wissenschaftler wahrscheinlich
bereits vor mindestens 10 Millionen Jahren in den Graslandschaften Ostafrikas ethanolhaltiges Fallobst konsumiert und dabei die Fähigkeit entwickelt, diese Früchte zu verdauen. Der überzeugendste Erklärungsansatz für die bis heute nicht befriedigend beantwortete Frage nach der Sesshaftwerdung des Menschen in der sogenannten neolithischen Wende von der Gesellschaft von Jägern und Sammlern zu Ackerbau und Viehzucht betreibenden Bauern stammt für sie und ihn von Josef H. Reichholz. Der Münchner Zoologe glaubt, dass der Rausch der Schlüssel zur Erklärung dieses Rätsels ist. Die durchschnittliche Lebenserwartung ging für rund 80% der Menschen in der steinzeitlichen Gesellschaft durch die Veränderungen ihrer Lebensweise um satte 20% zurück. Lediglich in der Oberschicht blieb sie gleich. Reichholz schlug nun vor einigen Jahren vor, den Durst der frühen Menschen nach Bier als Hauptmotiv anzusehen, warum sich eine Gesellschaft durchschnittlich länger lebender Wildbeuter freiwillig in eine Gesellschaft kürzer lebender Ackerbauern verwandelt hat. Bier auf Dauer verfügbar zu halten, so Reichholz, war nur durch Sesshaftwerdung und Ackerbau möglich. Alkohol und die geteilte ekstatische Rauscherfahrung als sozialer Kitt der menschlichen Urgemeinschaft leuchtet ihm und ihr gleichermaßen ein. Das Koagulanz dieser frühen Gemeinschaft wirkt, wie ein Streifzug rund um den Planeten rasch zeigt, bis heute an den Tresen jeder Ruhrgebietskneipe, jeder russischen Wodka-Stube und jeder amerikanischen Lounge, bis hin zu den Sake-Bars in Tokios Ginza und den Strandbuden von Rios Copacabana nach. Christiane Schöller und Christoph Keller sind in derselben Branche tätig. Seit über 10 Jahren wohnen sie in der Stählemühle und machen Schnaps. Ihre Sesshaftwerdung im Hegau hatte damit aber nichts zu tun. Wer zu Anfang des 21. Jahrhunderts durch eine westeuropäische Großstadt geht, wird jeden Tag mit rund 6.000 Werbebotschaften, Kauf- und Konsumbefehlen bombardiert. Können wir unsere Augen vor Plakatwänden und Litfaßsäulen verschließen? Unsere Ohren können wir nicht taub machen gegen die Kaufbefehle in Radio und Fernsehen. Und im Netz ist ihnen ohnehin kaum zu entkommen. Die allermeisten zeigen junge, schöne Menschen zwischen 15 und 35 Jahren. Ihre unterschwellige Botschaft, sei wie wir, körperlich attraktiv und fit. Kauf dies, mach jenes, sondere dich nicht ab, steh nicht abseits, reih dich ein. Christiane Schöller und Christoph Keller wollten so weder selbst mehr leben, noch ihre Kinder aufwachsen lassen. Deshalb beschlossen sie, sich diese Gehirnwäsche so gut es geht zu entziehen, zogen ins Hegau und machen seither Schnaps. Sie und er wurden auf das Ehepaar aufmerksam, als sie bei einem Abendessen auf Digestive einen Gin namens Monkey 47 angeboten bekamen, der in seiner vegetabilen Crispheit und Aromenvielfalt alles in den Schatten stellte, was sie und er bislang unter Gin verstanden. Dabei sind sie und er überhaupt kein Schnapstrinker. Schnaps ist das Letzte und das ist das Problem. Ein Schnaps kommt, wenn nichts mehr geht. Nicht nur innerhalb der Menüabfolge. Und ist nicht schon das Wort eine Zumutung? Schnaps. So klingt das Fallgeräusch einer kulinarischen Guillotine. Schnaps, das impliziert weniger Aqua Vitae als vielmehr Sudden Death. Wie poetisch groove dagegen Eau de Vie im Ohr, wie weltläufig Whisky, Wodka oder Rum. Aber Schnaps? Ein Wort wie Bauernballett. Das Warnschild vor einer riesigen No-Go-Area auf der deutschen Getränkekarte. So hat man immer über Schnaps gedacht. In Süddeutschland stand vor 30 Jahren in jedem zweiten Haus eine Schnapsflasche in Griffweite neben dem Eingang, falls der Postbote mal wieder ein schweres Paket herstellen muss, ein Handwerker eine kleine Reparatur ausführt oder ein Händler irgendwas anliefert. Auch für den Fall, dass ein 90-jähriger Nachbar bei der Zwetschgenernte von der Leiter fällt und die Witwe getröstet werden muss. Schnaps begleitete einen im Süden buchstäblich von der Wiege bis zur Bahre. Schnaps war Allzweckschmiermittel und Zweitwährung, gleichermaßen Lohn wie Trost. Schnaps war ein Snack. Schnaps ist paradox. Damals brannte zwar so gut wie jeder auf dem Land Schnaps aus eigenem Obst oder ließ brennen. Birne, Kirsche, Zwetschge, meistens Obstler. Nur trank so gut wie keiner den eigenen Schnaps. Schon damals war Schnaps beides. Simsalabim zur Alltagsbewältigung und Stigma aller Wirkungstrinker. So lernten sie und er Schnaps in ihrer Jugend kennen. Das Paradies weiß man erst zu schätzen, wenn man daraus vertrieben wurde. Christoph Keller macht Schnaps und träumt von der Rückkehr ins Paradies. Genauso ein selbstverständlicher Umgang mit Schnaps wäre schön.
Eigentlich geht es uns ja um die bäuerlichen Abfindungsbrennereien, erklärt der 45-jährige Vollbart, der jetzt seinen Oberall aussieht wie ein Artillerist aus dem amerikanischen Bürgerkrieg. Um diese Abfindungsbrennereien muss man kämpfen, weil sie immer mehr verloren gehen. Da kommt Schnaps her, da gehört er hin. Noch schöner, wenn der Schnaps dann auch noch gut ist. Damals hat man viele Fehler in der Maische gemacht. Heute könnte man einem Hobbybrenner in 2 Tagen alles Wichtige so erklären, dass er nie mehr schlechten Schnaps macht. Das würde gehen. Christiane Schüller und Christoph Keller sind wie Sie und er weit entfernt davon, in das früher war besser Klischee der Generation Manufaktum zu verfallen. Früher war beim Schnaps eigentlich gar nichts besser. Man hat geerntet, wenn man Zeit hatte zu ernten. Der Ertrag wurde im Vertrauen auf das enthaltene Spontangärmaterial, also Hefen und Bakterien, ohne Beigaben von Zuchthefen ins Fass eingeschlagen. Anschließend hat man das Fass verschlossen und in die Sonne gestellt, damit rasch eine möglichst stürmische Gärung eintritt, um es dann so lange zu vergessen, bis man im Januar oder Februar Zeit hatte, bei Schneelagen und alle anderen landwirtschaftlichen Tätigkeiten zum Erliegen brachte. Wundersamerweise genau dann, also im Januar oder Februar, erklärten die Landwirte und Obstbauern den Reifungsprozess ihrer Maischen für abgeschlossen. Dies alles hat sich inzwischen komplett verändert, jedenfalls da, wo es um Qualität geht. Extrem kurze Gärzeiten sind Trumpf. Mitten zum Beispiel brennt man nach gerade 8 Tagen in der Maische. Lange Standzeiten dagegen beinhalten immer die Gefahr von Fehlentwicklungen. Die Maische kann einen Acetylcholinstich entwickeln, Essigsäure- und Milchsäurebakterien können sich ausbreiten. Irgendwann zersetzen sich auch die holzigen Teile und stören als Gärungsnebenprodukte die Aromen. All das macht den Geschmack kaputt. Deswegen muss man so schnell wie möglich brennen, so Christoph Keller. So, jetzt haben wir in unserem Buch, ja, zugegebenermaßen, einen recht unverschämten Titel gegeben. Ja, der Titel unseres Buchs, Solons Vermächtnis, ist eine ja, kalkulierte und recht prätentiöse Unverschämtheit. Kein Mensch weiß doch heute mit dem Namen Solon wirklich noch was anzufangen. Viele wohlmeinende Freunde haben uns denn auch vor diesem Buchtitel gewarnt. Bücher müssen heute anders heißen. Schlank im Schlaf. Oder jedes Kind ist hochbegabt. Oder Darm mit Charme. Oder Mädchen für alles. Also ehe Sie jetzt mit dem Handy auf Wikipedia verzweifelt herauszusuchen, wer dieser Solon war, verraten wir es Ihnen. Ja, quasi so eine Art Mischung zwischen Wolfgang Schäuble, Jürgen Habermas und Janis Varoufakis an der Schwelle vom 6. zum 5. Jahrhundert vor Christus in Athen. Ein bisschen Helmut Schmidt darf man in Solon auch vermuten. Solon war aber nicht nur Politiker, sondern auch Dichter. Und als Dichter führte Solon den ersten Dichterstreit der Welt mit einem gewissen Herrn Mimnermos aus Smyrna. Und der drehte sich um die uns eben auch interessierende Frage, was eigentlich besser sei, alt werden oder jung sterben. Und deshalb haben wir unser Buch Solons Vermächtnis genommen, weil dieser Mimnermos, der war eben sehr der Meinung, the faster young make good for the corpse, was man in einer Zeit vor Erfindung von Aspirin, Botox und Viagra ja auch durchaus vertreten kann. Während Solon sagte, nein, nein, das Menschenleben sollte im Idealfall, hat es zum Beispiel 70 veranschlagt, die Griechen dachten ja in 7 Einheiten, dann später korrigiert, 84 Jahre sei das Idealalter des Menschen. Und deshalb haben wir dieses Buch eben Solons Vermächtnis. Ja, eigentlich hat Donna Leon den Nagel auf den Kopf getroffen, die wir für unser letztes gemeinsames Buch besucht haben und die deshalb wissen wollte, wovon Solons Vermächtnis handelt. Als wir es ihr erzählten, dann schrieb sie zurück. Oh, so Solon is a book about growing old is better than dying? Well, I wrote that ticket. Das ist die kürzeste Beschreibung des Inhalts unseres Buches. Aber eigentlich, tja, geht es doch noch kürzer und es geht vor allem auf Deutsch mit einem... Ja, ein furchtbar geschmackloser Witz. Ein Witz, der vom Besuch des Kasperle-Theaters im Altenheim handelt. Seid ihr alle da, wie das Kasperle bei seiner Nachmittagsvorstellung im Altenheim wissen? Aus den Runzelgesichtern des weißhaarigen Publikums schlägt ihm darauf ein vielstimmig pisteliges Ja entgegen, worauf Kasperle trocken antwortet, aber nicht mehr lange.
alles ist lächerlich angesichts des Todes. Unser Buchhandel von Reife und von Zeit empfinden, was wir mit unserer Zeit tun, was die Zeit mit uns tut, was die Zeit uns antut. Ja, unser Buch handelt also vom richtigen Zeitpunkt im Leben, vom Altern und auch vom Tod. Dieses Thema Alliteration war gerade im Trend. Zeitgleich mit unserem Buch sind eine ganze Reihe von Büchern über das Phänomen Zeitreife und Altern erschienen, von Rüdiger Safranski, dem Grandmaster Flash der deutschen Philosophie, zum Beispiel ein sehr schönes Band, in dem wir das Phänomen der Zeit nachdenken, zum anderen Umgang mit der Zeit, und von dem Stanford-Professor Robert Pope Harrison mit Ewige Jugend, eine Kulturgeschichte des Alterns. Und ganz aktuell geht mit Brigitte Wier sogar eine neue Zeitschrift an den Start, das Magazin für die dritte Lebenshälfte, so der Untertitel. Ja, und bei der schon doch mathematisch arg gewöhnungsbedürftigen Vorstellung einer dritten Hälfte muss man schließen, dass Brigitte Wier für Frauen mit Rechenschwäche gemacht ist. Im Editorial heißt es, wir Frauen über 55 fühlen uns jünger und wir sind gesünder, fitter, unternehmungslustiger als jede Generation vor uns. Das Werbeplakat dagegen sagt, das Magazin für Frauen ab 60. Tja, also wenn man über Zeit nachdenkt, dann kommt man sehr schnell zu dem Ergebnis, dass sich irgendetwas an unserem Zeitempfinden irgendwas verändert hat. Irgendwer hat an der Uhr gedreht, wie es so schön früher hieß bei Paulchen Panther. Wir lesen vor einer kleinen Pause jetzt einfach so einen Prolog zum Buch, den wir die Überschrift haben, wieder Peter Pan. Über die Unmöglichkeit, mit Würde erwachsen zu werden. Im Juli 2013 stand dieser Satz schwarz auf weiß in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Für sie und für ihn brachte er das Fass zum Überlaufen. Der deutsche Feuilletonist Claudius Seidel, damals 54 Jahre alt, schrieb es der Nation mal wieder ins Stammbuch. Wer nicht jung ist, ist alt. Traurig wahr. Unser Buch möchte gegen diese Art Gehirnwäsche rebellieren. Wir halten die Aussage, wer nicht jung ist, sei alt, für eklatant unwahr. Die darin aufgestellte Dichotomie für grundfalsch und albern, weil sie die Mitte, den Hauptteil unseres Lebens verleugnet und Leidenschaft mit Jugend verwechselt. Auch finden wir es keineswegs traurig, älter zu werden oder alt zu sein, insbesondere wenn man die Alternative bedenkt. Wir möchten daran erinnern, dass jede Gesellschaft seit der Morgendämmerung menschlicher Zivilisation Weisheit bei ihren Alten und Unvernunft bei ihren Jungen verortete. Wir glauben, eine Gesellschaft, die dieses Prinzip auf den Kopf stellt, handelt töricht. In Deutschland der Gegenwart ist der erwachsene, reife Mensch aus dem kollektiven Bewusstsein und seiner medialen Repräsentanz so gut wie verschwunden. Statt seiner führen Spaß, Michel und Animationszettel, Glattstraudeln und Castingnudeln das Zepter. Stefan Raab moderiert das Kanzlerduell. Ein 27-jähriger YouTube-Kanalarbeiter zappelt sich durch ein Interview mit Angela Merkel wie ein Kindergartenkind im Ritalin-Flash. Überwältigende Mehrheit der Deutschen vermutet in Günther Jauch den Gipfel an Bildungs- und Kulturkompetenz. Und Daniela Katzenberger formuliert im Titel ihrer als 25-Jährigen veröffentlichten ersten Autobiografie, inzwischen also schon eine zweite, sei schlau, stell dich doof, das Grundgesetz des Privatfernsehens. Es ist, als hätte Hans Wurst alle anderen Figuren von der Bühne der Öffentlichkeit vertrieben. Die Infantilisierung der Welt scheint unaufhaltbar voranzuschreiten. Das Banale wird zum Wichtigen erklärt. Simulation ersetzt Substanz. Wer immer nur vom Abholen von Lesern, Hörern, Zuschauern spricht, verpasst darüber irgendwann den Zug. Das ständige Absinken vermeintlicher Schwellen führt zum Niveau-Limbo. Der Aufmacher des Kulturressorts besteht dann eben aus der Vermeldung der Tatortquote. How low? Nichts liegt ihr und ihm ferner, als in die wohlbekannte Klage wieder die Spaßgesellschaft einzustimmen. Unser Unbehagen resultiert nicht aus Ressentiment. Eine Spaßgesellschaft hat es auf deutschem Boden leider nie gegeben. Aber erfreulicherweise hat sich die jedem statistischen Aussicht gestellte Lebensspanne in Westeuropa in den letzten zwei Jahrhunderten mehr als verdoppelt. Außer in der Rentendebatte und dem Disput um höhere Krankheitskosten wird dieses Faktum Votum in der gesellschaftlichen Diskussion in nahezu allen Kontexten meist ausgeblendet.
In Nimmerland gibt es die Redensart, schreibt Jane Barry 1904 in Peter Pan, in Nimmerland gibt es die Redensart, dass mit jedem Atemzug, den man macht, ein Erwachsener stirbt. Peter Pans Lebensphilosophie ist in vielen Milieus heute die Herrschende. Doch wer aus Furcht vor dem Tod, der Verdrängung des natürlichen Alterns und aus Angst, die vielbeschworene werberelevante Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen zu verbrennen, die Hälfte der Bevölkerung aus dem Blick verliert, hat nicht nur Scheuklappen auf. Solches Denken selbst einäugig zu nennen, wäre noch ein verfehltes Kompliment. Es ist schiere Blindheit vor den gesellschaftlichen Gegebenheiten. Sie und ihn erinnert es an intellektuelle Selbstkastration von der Sorte, die in den 80er und 90er Jahren das Einwanderungsland Bundesrepublik negierte und eine Debatte über Leitlinien einer vernünftigen Integrationspolitik verunmöglichte. Gesellschaftlich zahlen wir dafür bis heute einen hohen Preis. Sie und er sind vor kurzem beide 50 geworden. Wir halten uns weder für jung, noch zählen wir uns zu den Alten, was angesichts der statistischen Lebenserwartung in der Bundesrepublik, die ihm knapp 3, ihr jedoch fast 4 weitere Jahrzehnte in Aussicht stellt, auch absurd wäre. Die Werbung beginnt diesen neuen Markt gerade zu entdecken. Best Ager oder neuerdings Down Ager lautet das Schlagwort der Trendforscher für Menschen über 50, die sich nicht so verhalten, wie man das in den vergangenen Jahrhunderten von Menschen über 50 erwartet hat. Wir haben den allgegenwärtigen Jugendkult genauso satt wie die Selbstinfantilisierung der Generation unserer Eltern und unserer eigenen. Wir möchten keine Artikel mehr lesen, die danach fragen, ob Schwerkraft, Wackelpeter oder Schnittblumen noch zeitgemäß sind oder nicht. Wir glauben, dass die Ausdehnung des Prinzips Pop auf sämtliche Lebensbereiche unserer Wirklichkeit zu einer dramatischen Einbuße an Qualität, einer Minderung des allgemeinen Reflexionsniveaus und zu einem Verlust an Würde geführt hat. Selten wurde ihr und ihm das so schlagend vor Augen geführt wie in jenem insbesondere von Apple, Google und Facebook angestellten frequentierten Innenlokal in San Francisco, das seine nach strengen Prinzipien von Regionalität und Saisonalität geführte Küche mit betont jugendlichem Flair kredenzte und dabei auf die wohl hässlichste Tischdekoration verfiel, seit sich Salome vor rund 2000 Jahren den Kopf von Johannes dem Täufer wünschte. Die Jeans-Serviette. Wir bezweifeln, ob Kindergartenmöbel geeignete Einrichtungsgegenstände für Aufenthaltsorte Erwachsener sind und wären dankbar, wenn sich das unter den Designern von Imbissbuden, Bars, Lounges und Restaurants herumspräche. Auch wenn solche auf Kinderdimensionen angelegten Hocker, Bänke und Sitzsäcke eine Flächennutzung ermöglichen, die im Kapitalismus verlockend erscheint und belohnt wird. Auch halten wir die Körpersprache der Protagonisten von Sendungen wie Dingstar, 1, 2 oder 3 oder Wissen macht A für Menschen über 20 nicht für erstrebenswert. Von Klugscheißern für Klugscheißer heißt der Untertitel der in ihren Beiträgen übrigens nicht schlecht gemachten letztgenannten Kindersendung. Wer so an der Vulgaritätsspirale dreht, darf sich nicht wundern, wenn sich der Respekt vor Lehrern allmählich dem von Schuhverkäufern nähert. Wir bedauern, in einer Gesellschaft zu leben, in der die Schönheitsoperation mit der größten Wachstumsrate das Aufspritzen der Schamlippen mit Hyaluronsäure oder Eigenfett ist, um die Vulva einer erwachsenen Frau wie die eines pubertierenden Mädchens aussehen zu lassen. Mussten vor Jahren schon mal Sprecher von Fernsehnachrichtensendungen zum Hörfunk wechseln, weil ihre Schönheits-OPs schief liefen, sind starke Botox-Gesichter heute auch bei männlichen Moderatoren von Kultursendungen eher die Regel als die Ausnahme und Ängste vor Altersrassismus Gegenstand von Kantinengesprächen. Sie und er glauben, manche unserer kulturellen Navigatoren haben nicht nur ihren Kompass verloren, sondern ihr Schiff. Wir haben erlebt, wie es zu einer Fetischisierung und Gleichsetzung von Jugend mit Idealismus, Frische und Innovationskraft gekommen ist, wo dieses Lebensalter doch vielfach von Konsumismus, Konformismus und krassem Egoismus bestimmt wird. Insbesondere die Projektion aller Übel auf die vorangegangenen Generationen erscheint uns intellektuell allzu bequem und unlauter, im Grunde die Fortsetzung einer Klischee-Psychoanalyse mit anderen Mitteln. An allem sind unsere Mütter und Väter schuld, und sei es nur, weil Muttis Geburtskanal einfach zu eng für uns war. Sie und ihr wissen, dass wir Zwerge den Schultern von Riesen sind. So haben wir ganz sicher enorm davon profitiert, dass die 68er-Generation gegen die
Katalanen rebellierte und die sozialliberale Koalition der 70er Jahre Menschen wie ihr und ihm Bildungschancen eröffnete, von denen die Vorgängergenerationen kaum träumen durften. Wir denken jedoch, dass es in der Folgezeit zu einer institutionellen Verkrustung des Generationenaufstands gekommen ist, zu einer falschen Romantisierung der Jugend und einer missbräuchlichen Aneignung ihrer Attribute. Erfahrung schließt Kreativität und Spontanität nicht aus. Diese allein bei den Jungen zu verorten, widerspricht jeder Kenntnis unserer Wirklichkeit. Wir halten den grassierenden Altersrassismus in unserer Gesellschaft für erbärmlich und unwürdig. Wir empfinden es als eine Schande, dass sich Margarete von Trotter und Wim Wenders, Günter Grass, Martin Walser und Friederike Mayröcker dafür rechtfertigen mussten und müssen, auch im Alter noch produktiv zu sein. Wir halten weder die Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn, Sissi, Wolfgang Job noch Silvio Berlusconi, Nena, Dieter Bohlen, Donatella Versace, Melanie Griffiths, Frauke Ludwig, Ute und Chiara Ohofen oder Jürgen Drews für Vorbilder der Kunst des Alterns. Im Gegenteil, viele dieser Figuren erinnern uns an die von den Furien der plastischen Chirurgie bis zum Sarg verfolgte Mutter in Terry Gilliams filmischem Meisterwerk Brazil. Wir sind weder gerontophil, noch empfinden wir übermäßige Ehrfurcht vor schneeweißen Haaren. Aber wir sind der Überzeugung, dass sich unsere Gesellschaft mit ihrer Vorstellung von Reife auseinandersetzen muss. In unseren Medien hat sich ein Klischee festgesetzt, wonach Jugend gleichzusetzen sei mit Enthusiasmus, Reinheit, Frische, Alter hingegen mit Abgezucktheit, kalkulierendem Zynismus und Sünde. Wir halten diese Stereotype der Coming-of-Age-Geschichte für überholt und renovierungsbedürftig. Überprüft die Strickmuster eurer Erzählungen. Hinterfragt das Lebensmodell Peter Pans. Entwickelt eine Grammatik und ein Vokabular der Reife. Es ist höchste Zeit, erwachsen zu werden. Ja, soweit mal. Machen kleine Zäsur. Es kann gegessen, getrunken werden. Und wir kehren dann wieder und erzählen Ihnen die Wahrheit über Martin Walser. Thank you.
Ja, ja, um Gottes Willen. Thank you.
Thank you.
Ich habe wieder was gefragt.
Nehmen wir uns noch, wie lange die einfach noch halten. Eine Stunde. Wir jetzt mit Martin
Walser. Ein bisschen was über das Gut an der Ring, in die Geschichte dieses Gut an der Ring, das erfahren. Herr Rolf, wie kamen Sie auf die Idee, eine Rindeherde zu betreuen? Ja, es hat eine längere Vorgeschichte. Das Rudergebirge gibt es schon seit 30 Jahren. Es waren damals die Gebrüder Heinlein, die entdeckt haben, dass es alte Hutweiden in der Herzogalbtyp, die immer mehr gefährdet sind, vor Bebauungen und Ähnlichem. Die Hutanger sind ehemalige Almendeflächen, das heißt Flächen, die die Dorfgemeinschaft oder die der Dorfgemeinschaft gehört haben und die vom Dorf werden gehütet. So hat in der Herzogalb jedes Dorf fast seine eigenen Hutanger gekauft. Und diese Flächen haben alle ihren eigenen Charme, ihren eigenen Reiz. Es sind alte Eichenanger, es sind Obstanger, es sind Magerrasen, also einfach was ganz Besonderes, weil diese Flächen schon ewige Weiden waren, das heißt, es waren immer Tiere drauf. Und sie waren, das war der andere Reiz, immer Almendeflächen. Also wir haben nie einen einzelnen gehört, sondern allen. Und das Naturschutzzentrum kümmert sich jetzt schon seit 30 Jahren um diese Flächen. Und ich selbst bin Agraringenieur, habe meine Liebe zu Rindern, habe meine Diplomarbeit über Rinder in der Landschaftspflege geschrieben. Und dann war das so relativ naheliegend, dass irgendwann einmal auch eigene Rinder herkommen beim Naturschutzzentrum, weil wir haben im oberen Molsberger Tal ein Naturschutzgebiet, das ist von Naturschutz gehört, und wir haben keinen mehr gefunden, der das beweidet. Weil es so schwierig war, es war so hängig, es war feucht, es waren einfach schwierige Flächen, aber ein schönes Tal. Und nachdem kein Landwirt da war, der das mehr gemacht hat, haben wir gesagt, dann machen wir es ein bisschen pragmatisch im Naturschutz, das heißt, wir machen das, was nötig ist. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir es halt selber. Nachdem ich eben Erfahrungen auch habe mit Rindern, war es klar, dass ich im Moment, glaube ich, der einzige noch aktive Hirte in Nürnberg bin. Also unser Verhältnis, unser Verhältnis zum Rind hat sich ja im Laufe der Jahrtausende unglaublich gewandelt. Wenn die alten in den Sternenhimmel blickten, dann erblickten sie das Euter einer riesigen Kuh. Ja, sehe ich auch so ähnlich. Genau. Nein, so bedeutend war das, dass die sich wirklich im Kosmos als Kuh-Euter vorgestellt haben. Wenn Sie heute sehen, wenn Sie eine Tageszeitung aufschlagen, bei Lidl, Aldi und Co. Werbung für Fleisch sehen, um den Preis dieses Fleisches sehen, was geht da hin? Also, ich habe jetzt die Erfahrung, sowohl was für Arbeit drin steckt, als auch wie das mit dem ganzen Leben und Aufzug der Rinder stattfindet, finde ich das sehr schade, mit welchen Preisen sie verramscht werden, das Fleisch. Und ich finde es auch schade, dass jetzt eigentlich nur Rindfleisch da ist. Also, das ist genauso, wenn wir Wein hätten und würden schreiben, es gibt immer nur Tafelwein. Es gibt so viele verschiedene Rinderrassen, es gibt Bullen, es gibt Fersen, es gibt Ochsen, es gibt Kälber. Wir haben so viel eine Vielfalt eigentlich in den Fleisch angeboten. Und es ist genauso wie beim Wein. Wenn ich sage, ich vermarkte Rindfleisch, dann vermarkten wir jetzt Rindfleisch, das auf der Weide war. Rinder, die draußen waren und die ein schönes Leben hatten, die auch einen anständigen Tod hatten. Das gehört auch dazu, dass man beim Schlachten einfach darauf achtet, dass da keine Hektik, kein Stress aufkommt, dass die möglichst schonend auch geschlachtet werden und dann das Fleisch dann auch gescheit behandelt, nochmal abhängen lassen. Das ist für mich eigentlich Fleischproduktion. Und das kann eigentlich in einem Supermarktfleisch, glaube ich, nur schwer verwirklicht werden. Aber natürlich stehen dann da die Preise da, die mit der Art, wie wir Fleisch produzieren, nicht rechnen können. Wie vermarkten Sie Ihr Fleisch? Wir haben ein Patenschaftsmodell. Das heißt, wir sind eine Ökostation des Bund Naturschutz. Wir haben uns überlegt, wie wir unseren Bildungsauftrag machen können. Und da ist das Rind einfach ein hervorragendes Medium, Menschen auch für die Idee zu begeistern. Es gibt so viele Rinder, begeisterte Menschen, das denken wir gar nicht. Unser Patenschaftsmodell funktioniert so, dass jeder Hutangepate werden kann, ohne Verpflichtung. Das ist eine reine Spende, das ist ein gemeinnütziger Verein. Und mit dem Paten machen wir dann immer Aktionen. Die gehen wir mit raus auf die Weide, können wir mal zu den Tieren gehen. Wir kochen mal zusammen, wir machen ein Fest zusammen, dass man einfach hier ein bisschen mit dem ganzen Kreislauf der Rinderhaltung des Naturschutzes damit reinbringt, auf eine ganz lockere Art und Weise. Und der größte Erfolg
oder mal ein Stück in der Gastronomie, aber im Moment ist eigentlich so eher diese Geschichte über die Braten, die einfach jetzt wissen, was an diesem Fleisch dranhängt, die wissen, was für Arbeit dabei ist und die natürlich den Geschmack schätzen. Jetzt habe ich ein unglaubliches Privileg, weil ich glaube, ich werde in meinem Leben nicht mehr allzu viele Interviews mit Rinder führen. Deshalb muss ich Sie jetzt einfach fragen, was haben Sie jetzt eigentlich von Ihren Rindern gelernt? Ich glaube, man kann sehr viel lernen von den Tieren, wenn man auf der Weide steht, den Tieren zuschaut. Ich denke, was man viel lernen kann, ist der Respekt voreinander. Rinder spiegeln sofort auch wieder, wie man mit ihnen umgeht. Emotionsverstärkung. Ja, sie spiegeln einfach wieder, wenn man anständig mit den Tieren umgeht. Wenn sie morgens in die Weide gehen, wissen die Rinder, wie es ihnen geht? Eigentlich ja. Also wie die Herde reagiert im Gesamten schon, ob man jetzt so gut drauf ist. Und ich denke, es ist auch mal so eine Erfahrung, mal auf der Weide zu stehen, die Tiere alle anzuschauen. Tiere haben alle einen eigenen Charakter, die handeln alle anders und man lernt dann so die Herde einfach kennen. Gibt es die Bitch in der Kühe? Ja. Die Zicke? Es ist meistens auch die schönste und die ist dann auch die schwierigste. Also ich habe mir schon gedacht. Aber es ist so. Es gibt auch die Soldatenkuh, die bei den da Stieren ist, wenn es Stress gibt, ist immer eine Kuh vorne dran, das gibt es auch. Und bei den Stieren, bei den Ochsen? Ja, die Ochsen sind naturgemäß sehr viel ruhiger. Die Stiere, da geht es halt hauptsächlich um eins. Arbeit, wie bei uns allen. Wie groß ist denn Ihre Herde? Wir haben jetzt 16 Mutterkühe, insgesamt haben wir jetzt im Moment 32 Tiere, weil die jetzt auch alle Kälber bekommen, und das weibliche Jungvieh, das wir aufstellen, und natürlich Ochsen und seinen Zuchtstier, der auch mit auf der Weide ist. Vielen Dank. Ja, Arbeit, das ist natürlich auch das Stichwort, wenn es um Martin Walser geht. Wir haben Martin Walser in seinem Haus Bodensee besucht. Wir haben dieses Kapitel aber begonnen mit einer allgemeinen Reflexion über einen Charakterzug, den wir mit Martin Walser teilen. Und ich muss Sie jetzt einfach um Stärke und um Toleranz bitten, weil es zu Anfang des Kapitels nicht um Franken geht. Wir sind viele, wir sind überall und wir sind unbeliebt. Dass unser melodiöser Dialekt in den Ohren anderer Deutschen wenig Wohlklang verströmt, sondern sich eher nach rostigen Gießkannen, verröchelnden Enten oder einem fehlgestimmten Flügelhorn anhört, wir wissen es längst. Wer je in einem Café Schwaben eine Trinkschokolade bestellen hörte, in Kakao bitte, ahnt nun, dass es Sprachereignisse gibt wie eine Klitschko-Rechte. Und wird sich mit diesem skatophilen Konsonantengewitter im Gehörgang kaum mehr darüber wundern, warum Schwäbisch in sämtlichen Umfragen nach der Beliebtheit deutscher Mundarten so abgeschlagen rangiert wie der VfB Stuttgart. Gäbe es eine zweite Liga für Dialekte, Schwäbisch wäre längst abgestiegen. Aber ist es nicht ein Menetekel, das jüngst schon Schwaben raus und Schwaben töten Sprühereien an den Mauern von Berlin-Mitte auftaucht? Dass man in Prenzlauer Berg Flugblätter verteilte, in denen Schwaben als spießig, überwachungswütig in der Nachbarschaft und ohne Sinn für Berliner Kultur beschimpft wurden? Dass Aufkleber an Berliner Verkehrsschildern drohen, fragten: Schwaben, was wollt ihr eigentlich hier? Auch vor Geschmacklosigkeiten wie kauft nicht bei Schwaben schränkte man nicht zurück. Geradezu geistreich wirkten dagegen Slogans, die die Gemeinden gar nicht beim Namen nennen mussten, wie wir sind ein Volk und ihr seid ein anderes. Oder Ost-Berlin wünscht dir eine gute Heimfahrt. Paradoxer Höhepunkt des Hasses auf die 300.000 Schwaben in der Hauptstadt war sicher ein Graffito in Leipzig, auf dem zu lesen stand: Schwaben zurück nach Berlin. Die Ablehnung von Schwaben hat eine lange Tradition.
Erst dachten Sie und er an einen Druckfehler, als Sie bei Theodor Fontane lasen, wie Effi Briest ihren gefühlskalten Ehemann Innstetten von einem Wohnungswechsel zu überzeugen versucht, indem sie erklärt, dass in der Hauptstadt wegen der lächerlichsten Lappalie umgezogen würde. Ich habe, sagt Effi Briest, wenn wir Freunde und Verwandte zum Besuch hatten, oft gehört, dass in Berlin Familien ausziehen, wegen Klavierspiel oder wegen Schwaben oder wegen einer unfreundlichen Portiersfrau. Wenn das um solche Kleinigkeiten willen geschieht. Kein Zweifel. Fontane nennt in seinem 1895 erschienenen Jahrhundertroman Effi Briest tatsächlich Schwaben und nicht Schaben als Umzugsgrund. There goes the neighborhood. 120 Jahre später ist alles nur noch schlimmer. Nicht nur in Berlin und Leipzig. In ganz Deutschland war die Akzeptanz von Schwäbisch und Schwaben nie geringer als heute. Machen wir also das, was wir Schwaben seit den Tagen der Romantik und jener seelenzerfieselnden, masochistischen Spielart des Protestantismus namens Pietismus besonders gut können. Gehen wir in uns, horchen wir in uns hinein, zermartern wir uns das Hirn, erforschen wir unsere Gemütslage. Nicht nur die vulgäre Hauptstadt, so ergibt eine erste Bilanz, auch der Rest der Republik hält den Schwaben für reich, aber unsexy. Schlimmer noch, so richtig mögen uns eigentlich nur wir selbst. Das ist nun wiederum ausgerechnet sehr deutsch an uns Schwaben. Der Pietismus hat in Schwaben eine Hardcore-Variante hervorgebracht, die den schönen Spottnamen Pietcong trägt. Der Pietcong ist deshalb faszinierend, weil er eine Art psychisches Perpetuum mobile entwickelt hat. Je mieser Pietcongler behandelt werden, desto besser sind sie drauf. Wer Pietcongler eine echte Freude machen möchte, ermöglicht ihnen auf die Frage, wie geht's, die Antwort zu geben, die han leiden dürfen. Schwabe sein heißt, aus der Defensive leben. Und das ist nicht erst seit heute so. Woher nimmt man die Kraft, die psychischen Ressourcen dafür? Na gut, wir haben das Auto erfunden, aber erstens ist das auch schon gute 100 Jahre her und zweitens mehren sich die Anzeichen, dass das eine Quatschidee war. Wo liegen also die wahren Trostreserven der Schwaben? In ihrer Literatur und in ihrer Küche. Darauf sind wir Schwaben besonders stolz. Im Grunde ist das so seit den Tagen des 1837 geborenen Stuttgarter Kunsthistorikers Eduard Paulus, der fast zeitgleich mit Theodor Fontane in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts dichtete, der Schelling und der Hebe, der Schiller und der Hauf, das ist bei uns die Regel, das fällt hier gar nicht auf. Paulus meinte diesen Vers zwar selbstironisch, aber Ironie wurde damals genauso wenig verstanden wie heute. Statt mit Schelling und Schiller kursieren diese Verszeilen seit über 100 Jahren in vielen Varianten, mit Friedrich Hölderlin, mit Gustav Schwab, Ludwig Uhland, Eduard Mörike oder wer einem sonst gerade noch aus dem schwäbischen Dichterpantheon in den Sinn kommen will. Hauf und Hegel tauchen in den Versen hingegen immer auf, aber das liegt weniger an ihrer Popularität als am Reimzwang. Welche heutigen Autorennamen fielen einem ein, neben Hauf und Hegel in Paulus' Gedicht zu stehen? Ohne Zweifel liest keiner den Schwaben heute so schön die Leviten wie Martin Walser. Seinem ersten Roman, Eden in Philippsburg, der großen Ehebruchsgeschichte der Bundesrepublik, schickte Walser den Satz voran: Der Roman enthält nicht ein einziges Porträt irgendeines bestimmten Zeitgenossen, aber es ist die Hoffnung des Verfassers, er sei Zeitgenosse genug, dass seine von der Wirklichkeit ermöglichten Erfindungen den oder jenen wie eigene Erfahrungen anmuten. Da ist schon der ganze Walser enthalten. Der Walser, der sagt, ich rede hier mindestens so sehr von dir wie von mir. 89 Jahre alt ist Martin Walser inzwischen. Sein neuer Roman trägt den Titel Ein sterbender Mann. Bis 45 gilt man als jung, schreibt Martin Walser. 10. Dezember 1979 in sein Tagebuch, da ist er 53 Jahre alt. Zwischen 45 und 50 sei man auf dem Höhepunkt. Nach 50 gilt man als alt. Dann hagelt es 1000 Bestätigungen, man soll junge Autoren fördern. Was hält man von der jungen Literatur, wird man gefragt. Man ist offenbar verpflichtet, synchron zu empfinden mit dem biologischen Verlauf. Das wäre das Glück. Sich jung zu fühlen, wenn man jung ist, und sich alt zu fühlen,
Ich habe mich alt gefühlt, auf jeden Fall nicht jung, als ich jung war. Und jetzt, da ich alt bin, fühle ich mich nicht alt. Ich war nie synchron, deshalb nie eins mit mir. Nie sozusagen glücklich. Immer im Streit mit der Forderung der Stunde. Dieser Streit heißt bei mir Symphonie bzw. Roman. Als Sie und er Martin Walser in Lustdorf besuchen, gibt es den legendären gedeckten Apfelkuchen von Käthe Walser, mit der er seit 65 Jahren verheiratet ist. Früher hat Käthe Walser seine Manuskripte auf der Schreibmaschine abgetippt, heute benutzt sie dafür einen Computer. Auch sonst hat sie einiges aushalten müssen. Was ist Martin Walser für die bundesrepublikanische Öffentlichkeit nicht alles gewesen? Wie viele Wandlungen hat sein Bild durchlaufen? Wie viele Etiketten hat er sich über die Jahrzehnte anpacken lassen müssen? Ein Linker und ein Rechter ist er gewesen, ein Antisemit und ein Chauvinist, Avantgardist und Reaktionär, ein Kommunist und ein Nationalist, ein Patriot und ein Vaterlandsverräter, ein utopischer Visionär und ein Ewiggestriger. Martin Walser ist ein Schwimmer. Von Mitte Mai bis Oktober steigt der Hausherr jeden Tag, den er hier in Lustdorf ist, direkt von seinem Grundstück aus in den See. Martin Walser ist ein Kämpfer. Seine Rede ist durchsetzt mit Einverständnis einfordernden rhetorischen Fragen, Appellen und Aufforderungen zum Beipflichten. Unter den Zuhörer geht ein Gewitter von Verstorchs, Beuscht, Schieß nieder, was in Verbindung mit dem für norddeutsche Ohren gewöhnungsbedürftigen alemannischen Du, dass der Sprachartist Walser virtuos und keineswegs zufällig einsetzt und seiner Neigung zum Zicken und Puffen seines Gegenübers durchaus dazu angetan ist, unvorbereitete Gesprächspartner in die Defensive zu drängen. Martin Walser ist ein Junkie. Nicht wegen des Dopings für seine Lesungen, den über die Jahre hin wechselnden Vorlieben für Getränke, mit denen er sich für Auftritte in der Öffentlichkeit in Stimmung bringt, wozu ihm mal alkoholfreies Weizenbier, mal weißer Burgunder oder roter Bordeaux taugt. Wirklich süchtig nach und angewiesen auf, ist Walser aber nur auf seinen privaten Zaubertrank. Jeden Morgen zum Frühstück trinkt er einen Kräutertee mit frisch geernteter Melisse, Salbei, Brennnessel, Rosmarin, Vervain und Minze. Alles stammt direkt hier aus Walsers Garten, an dessen Ufer jetzt regt Wellen schwappen, während Amseln emsig zwischen den Wurzeln der Eichen und Birken zu Nelken und Kornblumen hüpfen. Hat Martin Walser in seinem Leben so etwas wie einen reifen Prozess erfahren, wollen Sie und er von ihm wissen? Reif, das ist ja ein Wort mit fünffach Sinn und Bedeutung, erklärt Martin Walser. Beim Schreiben ist es mir nie vorgekommen, dass etwas zu spät gewesen wäre. Zu früh, ja, das gab es. An dem Projekt, das später ein springender Brunnen wurde, habe ich 20 Jahre und noch länger in meinen Tagebüchern geschrieben, es gehätschelt, notiert und notiert, aber nicht angefangen zu schreiben. Ich wusste, das ist kein antifaschistischer Roman. Und warum nicht? Du kannst nicht im Jahr 1997 einen antifaschistischen Roman schreiben, wenn kein Faschismus mehr da ist. Diese paar Hansel, die da rumlaufen, diese Neonazis, die sind für mich keine Romanadresse. Es waren zwei Romane erschienen. Die Blechtrommel von Grass war noch ein antifaschistischer Roman, auch Winterspäle von Alfred Anders. Das war in den 60er Jahren. In dieser Zeit konnte man noch so direkt dagegen schreiben. Und ich wusste, ich muss über die 30er Jahre schreiben. Ich habe noch so ein Langzeitprojekt, das trägt bei mir den Arbeitstitel Bayreuth Novelle. Der wird wohl nicht bleiben, denn es wird wahrscheinlich ein dicker Roman. Das lehre ich seit mindestens 25 Jahren. Kann schon sein, dass es jetzt zu spät dafür ist, obwohl ich bin nicht gut im Aufgeben. Ich denke immer noch, irgendwann machst du das. Das nächste wird es nicht sein, das übernächste auch nicht, aber dann vielleicht die Bayreuth. Aber ich bin ein Feind der Reife. Es gibt nichts Verderblicheres als reif werden. Jesus ist auch nie erwachsen geworden, Mozart auch nicht. Im 13. Kapitel kommt eine Stelle vor, da schreibt der Basil dieser Maya, dass er alle Frauen nackt sieht. Das käme vielleicht aus seiner frühen Jugend, als nichts so verboten war, als sich eine Frau nackt vorzustellen. Dann schreibt er, Iris, seine Frau, zähle diese Entblößungssucht zu seinen Unerwachsenheiten. Andererseits sage sie, seine Unerwachsenheit sei das Einzige, was immer gegen den Kalender bestehe.
Da ist es mir sehr seriös zumute, wenn ich eine Sprachschwelle baue gegen das Reifwerden, gegen das Erwachsenwerden. Aber mir ist es ja nur um das Wort Unerwachsenheit gegangen. Wenn ich das abends vorlese, weiß ich, die Leute haben das noch nie gehört. Unerwachsenheit. Und dann bilde ich mir ein, die hätten das verstanden. So verstanden wäre Reife ein Umarmen des Todes, ein Einverständnis mit dem Sterben. Lehnt man die Weisheit deshalb ab? Ich weiß vom Sterben nichts. Nein, nein, nein. Das ist für mich eine Fremdsprache, die ich wirklich nicht kann. Es ist doch ganz einfach. Das hat mich auch immer bei meinen eigenen Kindern fasziniert. Was die alles können, bevor sie in die Schule kommen. Und dann wird ihnen alles abgewöhnt. Es ist nicht anders möglich, das ist mir schon klar. Ein Kind kann im Alter von 3 Jahren Schuberts Jägerlied singen mit allen komplizierten Sprüngen, Tonalitäts- und Rhythmenwechseln einwandfrei. Aber dann wird das Kind älter und kann nichts mehr davon. Man weiß, das Kind ist zu einer bestimmten Zeit genial, seine Erlebnisfähigkeit grenzenlos. Und je älter es wird, desto mehr hört das auf. Bis, Martin Walser zeigt auf sich, also bitteschön, wer möchte da noch reif werden? Ja, im weiteren Verlauf dieses Kapitels verrät Martin Walser. Also Martin Walser verrät dann, erzählt uns, warum er mit über 80 Jahren noch 2-mal in der Woche Lotto spielt. Also muss die Antwort aber auch verraten. Ja, also ich weiß es nicht, Martin Walser kann ich bestimmt nicht so gut nachmachen. Also wir haben ihn ja da besucht und gefragt, mit welcher Glückserwartung ein damals 88-Jähriger auf 6 Richtige im Lotto wartet. Da hat er auf den Tisch gehauen und gesagt, dann beginnt das Leben, darauf warte ich. Das ist natürlich vielleicht auch ein vernünftiger Umgang mit Reife und Altern. Für uns die schönste Entdeckung bei der Recherche an diesem entdeckungsreichen Buch war, dass in der Stadt, in der ich wohne, Köln, ein Zufallsfund gemacht wurde. Ein Zufallsfund in einer Bibliothek, der eigentlich den Umgang mit dem Altern, den wir, anders als Martin Walser präferieren, sehr schön auf den Punkt bringt. Und den lesen wir zum Schluss vor. Und dann können Sie uns gerne auch, so Sie Lust haben, was fragen. Immer mehr Menschen akzeptieren die Spuren des Alterns nicht. Haare werden transplantiert, Lippen und Schamlippen aufgespritzt, Falten geglättet, Lider geliftet, Tränensäcke wegoperiert, Bauch- und Hüftspeck abgesaugt und der ganze Mensch getreu der ein Schnittchen hier, ein Schnittchen da Devise von Ruth Maria Kubitschek aus Kiroyal general überholt und gestrafft. Alles nur, um jünger auszusehen. Doch Jugend ist mehr als glatte Haut. Lebenslust, Dynamik und Vitalität lassen sich so nicht zurückholen. Simone de Beauvoir schreibt in ihren 1963 veröffentlichten Memoiren Der Lauf der Dinge, da war sie gerade mal 55, ich hasse mein Spiegelbild. Über den Augen die Mütze, unterhalb der Augen die Säcke, das Gesicht zu voll und um den Mund der traurige Zug, der Falten macht. Die Menschen, die mir begegnen, sehen vielleicht nur eine 50-Jährige, die weder gut noch schlecht erhalten ist. Sie hat eben das Alter, das sie hat. Ich aber sehe meinen früheren Kopf, den eine Seuche befallen hat, von der ich nicht mehr genesen werde. Der Tod ist nicht mehr ein brutales Abenteuer in weiter Ferne. Er verfolgt mich in den Schlaf hinein. Beim Erwachen spüre ich seinen Schatten zwischen der Welt und mir. Das Sterben hat schon begonnen. Das hatte ich nicht vorausgesehen, dass er so früh beginnt und dass es so weh tut. Die Altersklage zählt zu den ältesten Topoi der Literatur. 2004 wurde in Köln ein Sensationsfund gemacht. Ein kleines Konvolut von Handschriften hatte ein Privatsammler der Papyrussammlung der Universität verkauft. Darunter auch einen winzigen Fetzen mit dem Fragment eines im 3. vorchristlichen Jahrhundert niedergeschriebenen Textes. Nachdem der als Mumienkartonage verarbeitete Papyrus konserviert und das altgriechisch entziffert worden war, ließ sich zum ersten Mal seit der Antike ein vor rund 2700 Jahren verfasstes Gedicht rekonstruieren. Es stammt von der griechischen Dichterin Sappho, die darin auf den Spuren
Spuren von Mindermus eine Klage über das Altern anstimmt, dabei allerdings einen interessanten neuen Akzent setzt. Achtet die schönen Gaben aus dem Veilchenschoß der Musen. Mädchen, die Lieder der helltönenden Leier. Mir hat das Alter den einst zarten Leib gebeugt, weiß ist nun mein schwarzes Haar und schwer mein Herz. Meine Knie knirschen, wo ich früher flink wie ein Rehlein tanzte. Darüber klage ich oft, aber es hilft kein Jammern. Menschsein heißt Altern. Zwar erzählt man von Titonus, den die liebestrunkene Eos auf ihren Rosenarmen bis ans Ende der Welt trug, als er schön und jung war. Doch holte den Gatten der Unsterblichen der Gilb des Alters und der Zeit doch ein. Tja, dieser antike Mythos von Titonus, der unter anderem auch Ovid, der Metamorphosen so hinreißend erzählt, der ist uns ein bisschen aus unserem kulturellen Bewusstsein geglitten. Aber in der Antike kannte den buchstäblich jedes Kind in der griechischen und in der römischen Welt. Den Eos, die wir vom berühmten Anfang Homers kennen, also diese Rosenfingerige, die war schlicht und einfach pädophil. Es war eine Frau, eine Göttin, die auf extrem junge Knaben stand und die sich also in den guten aussehenden jungen Titonus verschoss und Gottvater Zeus für den ein ewiges Leben bat. Und Zeus war gut drauf und hat es der Göttin gewährt und sie machte sich mit ihrem geliebten Hymenska in die Büsche und vergnügte sich. Sie hatte aber Zeus leider vergessen, für ihren Geliebten auch eine ewige Jugend zu bitten, sodass er alterte und im Laufe der Zeit auf Rosinengröße einschrumpelte. Und der antike Mensch, der hörte im Zirren der Zikaden die Stimme von Titonus, der darüber klagt und jammert, seine Jugend eingebüßt zu haben. Jede Zikade, die Stimme der Zikade ist die Stimme des Titonus, der flucht und protestiert: Zeus, gib mir meine Jugend. Und dieses Verhältnis der Antike zum Altern als natürlichen Prozess, das ist eben die Erkenntnis dieses Gedichtes: Menschsein heißt Altern. Es definiert uns. Und alles andere, Sterblichkeit, wäre vermutlich ein Schicksal wie das des Titonus. So, anders als Ballettaufführungen, chorische Darbietungen zeichnet sich aber die deutsche Dichterlesung und deren Nachfolger, wie wir uns verstehen, ja durch eine mögliche Interaktion mit dem Publikum aus, was eine wahnsinnig geschwollene Art und Weise ist, zu sagen, wenn Sie Fragen haben, müssen Sie uns was fragen. Ja, das sind ja immer so Geschichten, wie die berühmten russischen Puppen. Wir haben eben ein zuvor geschrieben, wie wir es. Ach so, Entschuldigung, wie wir auf die Idee gekommen sind, darüber zu schreiben. Wir hatten eben vorher ein Buch darüber geschrieben, warum Frauen lieber Ziegenkäse und Männer lieber Leberkäse essen. Also über Ernährungsunterschiede zwischen Männern und Frauen und wie viel davon eben von der Natur, von der Biologie oder was auch immer gestiftet ist und wie viel von der Zivilisation und Kultur, also Nature und Nurture. Und da wurde uns schon zum ersten Mal klar, dass das Konzept, dass es sowas wie einen kulinarischen Jugendwahn gibt. Es gibt, der ist wirklich global. Kein Mensch mag mehr reife Stücke essen. Es gibt einen globalen Siegeszug des Lamms über das Schaf oder den Hammel. Kalbfleisch. Es gibt bei Babygemüse, ja, junger Salat und so weiter. Das Reife, das Ausgewachsene wird mehr und mehr verdrängt. Ja. Ähnliche beim Gemüse, beim Käse und so weiter. Das wäre absurd, das wäre, wenn sozusagen alter Bordeaux billiger wäre als junger Bordeaux. Aber der Wein ist gerade ein altes, 20, 30 Jahre, schmeckt er doch. Sie sagen es. Und das koinzidierte jetzt mit dem Umstand, dass wir beide auf die 50 zugehen. Und deshalb hat uns mal die Frage beschäftigt, also wohlgemerkt, wir haben keine Antwort, sondern wenn wir sowas beginnen, und wir haben offenstanden auch am Ende eigentlich nur eine Vielzahl von möglichen Antworten. Wir haben eine Frage.
schreiben Bücher, weil sie Antworten haben. Wir schreiben Bücher, weil wir Fragen haben. Und die möchten wir gerne mit Leuten, die was wissen oder erlebt haben, erörtern. Und das kriegen sie. Also das war so die Ausgangssituation. Außerdem, wir suchen natürlich auch Themen. Eva Kritzmann ist schon Medizinerin. Ich habe mehr mit Literaturkritik zu tun, wo wir eine Schnittmenge aufweisen. Also wo es wir mit unserem sonstigen Hintergrund wissen, ganz interessante Perspektiven auf die Thema entwickeln. Und da war eben Reife, was ja im Grunde ein metaphorisches Konzept ist. Ja. Es gibt ja auch immer die Vorstellung eben des reifen Schriftstellers. Georg Büchner wurde 23 Jahre alt. Wir waren nur wiederum Medizin. Und wie schreibt man zu zweit ein Buch, der eine die Ideen und die andere formuliert oder umgekehrt? Also ich habe kürzlich mit einem Freund versucht, ein Gedicht zu schreiben. Wir haben uns dermaßen in die Haare gekriegt, also ganz zusammen. Wir kriegen uns auch in die Haare. Aber der Dennis wohnt in Köln. Ist es sehr schwierig, schwer in die Haare zu kriegen. Aber wir sind dann weit auseinander. Sie sehen mich vor der Zusammenarbeit. Ja. So eine Mathe. Ja, wie funktioniert es eigentlich gar nicht so schlecht? Also, ja, also um es jetzt mal jetzt ohne Witz zu sagen, aber E-Mail und natürlich zusammen am Schreibtisch sitzen, gemeinsame Treffen, das funktioniert schon. Aber es ist eine andere Art halt, Schreiben. Also, ich sage immer, es gibt, glaube ich, bei dem, wie heißt unser Vorzeigeradfahrer? Jan Ulrich. Jan Ulrich, da gab es mal mit Udo Bülz, glaube ich, diese Szene bei dem ersten Tour de France-Sieg, als der bei einer Bergetappe schwächelte, aber er brauchte die, der war kurz vor dem Gewinn der Tour de France und dieser Bülz rief ihm zu, quäl dich, du Sau. Also den Verdacht habe ich ja auch, Dennis schreibt gar nicht mehr. Ja, ich brauche jemanden, der die Rolle des Udo Bülz, also erstmal ich kann das nicht, und zweitens tue ich es nicht gern, der diese Bergetappen, der mich da motiviert, das kann Frau Kritzmann ganz besonders gut. Allerdings ist es trotzdem eine Schinderei. Also nein, es gibt ja ganz junge Menschen, die sozusagen ein Schreiben, ein Constraint gefunden haben, also eine Erschwernis. Menschen, die sagen, ich möchte einen Roman schreiben, aber ich verwende den Buchstaben E nicht. Suchen Sie mal einen Roman zu schreiben, um den Buchstaben E zu verwenden. Es ist also diese berühmte Schule der Utopisten, Lippo, der Franzosen, der auch Umberto Eco angehörte, also dass man durch eine Erschwernis, und natürlich ist eine Doppelautorenschaft zunächst mal eine Erschwernis, aber zu besonders schönen Ergebnissen kommt. Weil wissen Sie, was wir alles am Tag so durch die Birne rauschen, ist eigentlich auch 99% davon Quatsch. Und Eva sagt mir das. Ja, die ist ehrlicher zu mir als ich selber. Ja, und das finde ich sehr gut. Ja, arbeitet ihr an einem neuen Projekt? Ja, aber wir hatten jetzt eine Idee und dann formulierte ich mal so ein Exposé vor und dann las Frau Kritzmann das und sagte, das ist wieder typischer Scheckscher Quatsch. Insofern habe ich jetzt ein Exposé übrig. Also, auf dem Stand sind wir gerade, ja. Aber also, wir werden mit Sicherheit auch weitermachen. Ich meine, das ist wie ein Lotto-Spiel. Ja. Aber es gibt ja eine profunde Gemeinsamkeit von Lesungen und Geiselnahmen. Es gibt ja kluge Menschen, die behaupten, dass das ein und dasselbe ist, sondern dass Lesungen nicht von Strafgesetz sanktionierte Formen von Geiselnahmen sind. Deshalb sollte man solche Lesungen nicht zu lange ausdehnen. Und da ich das Gefühl habe, dass wir jetzt schon alle wesentlichen Punkte von der Sesshaftwerdung des Menschen bis Martin Walzer gesprochen haben,
schon den Saal verlassen wollten. Da sprach der Dichter ungerührt. Ich lese, bis euch der Arsch abfriert. Und sehen Sie, jetzt habe ich wieder die Worte verstrickt, weil dieses Gedicht trägt natürlich den unsterblichen Titel Bilden Sie mal einen Satz mit lesbisch. Und da ist dann der Satz Ich lese, bis euch der Arsch abfriert. Natürlich ungleich witziger. Das sind die Gefahren der Doppelautorenschaft, die wir Ihnen heute jetzt nochmal lebhaft vor Augen führen. Vielen Dank. Das Ganze nochmal deutlicher machen und ansonsten auch heute nochmal Tag der offenen Tür. Herzlichen Dank fürs Kommen.